Erst kommt der Zaun, dann die Mauer. So fing es in Berlin damals auch an. Nur in Bielefeld passiert das diesmal alles zugunsten der Menschen. Die Uni muss nach 40 Jahren radikal saniert werden und wird deshalb teilweise durch eine Wand geteilt. Dieser Schutzwall kommt also diesmal nicht, um sich vom modernen Leben abzuschotten. Im Gegenteil, die Uni Bielefeld will den Anschluss nicht verpassen. Die Bauzäune sind da. Ein ganzer LKW voll. Jetzt wird hier alles zugemacht. Die Universität Bielefeld wird eingezäunt. Für wie lange ist noch unklar. Es ist der erste Bauabschnitt. Bauleiterin Janne Meyer ist zufrieden. Sie ist heute zuständig für die Abriegelung durch Bauzäune und Flatterband. Insgesamt werden jetzt heute 1200 Meter gestellt, um das ganze Gebäude und im Gebäude drin. Und ja, ich hoffe, das wird alles heute fertig. Die sind flott, ne? Die sind flott, das ist unfassbar. Knapp 40 Jahre ist sie alt. Die Universität Bielefeld ist in die Jahre gekommen. Eine Sanierung und Modernisierung ist überfällig. Das Gebäude muss als erstes von Schadstoffen befreit werden, von Asbest und PCB. Für sehr lange Zeit wird niemand mehr durch den Haupteingang hinein- oder hinausgehen, denn dieser Teil der Halle kommt als erstes dran. Die Universität hat sich gut vorbereitet. Viele sind ausgezogen, mussten ausziehen, um diesen ersten Bauabschnitt tatsächlich auch frei zu machen. Dafür haben wir ein schickes neues Gebäude bekommen. Direkt neben der Uni ist das Gebäude X. Andere sind innerhalb des Gebäudes umgezogen. Das heißt, es ist Platz da zum Bauen und wir haben Pufferzonen zwischen Baustelle und Universitätsbetrieb, die dafür sorgen sollen, dass uns diese Baustelle dann auch nicht so massiv stört. Einige Fakultäten sind jetzt in diesem Gebäude untergebracht. Außerdem Bibliotheken, Hörsäle und eine Cafeteria. Denn ganze Etagen des Hauptgebäudes mussten geräumt werden. Die große Halle wird demnächst durch eine Wand geteilt. Ein grüner Klebestreifen zeigt, wo die Trennwand stehen wird. Sie soll den Lehrbetrieb von der Baustelle schützen und wird 9 Meter hoch. Da sind wir alle gespannt, wie diese Wand tatsächlich wirkt. Sie wird sicher ein großer Einschnitt sein, weil die Halle natürlich ein besonderes Aushängeschild dieser Uni auch ist. Dauerhaft muss man dann sagen, ist es erstmal ein neues Ende der Halle. Und da fallen uns sicher auch Sachen ein, wie wir damit umgehen können. 10 Jahre wird die Modernisierung voraussichtlich dauern. Das Gebäude genügt den heutigen Ansprüchen einer Hochschule nicht mehr und ist auch energetisch veraltet. Für die Bauleiterin ist diese Baustelle eine echte Herausforderung. Ja, die Orientierung ist hier, wenn man die Uni selber nicht kennt und hier nicht studiert hat, schon ziemlich groß und ziemlich verwinkelt. Deswegen, da einen Überblick zu verschaffen, ist schon nicht so leicht. Die geschätzten Kosten für das Großprojekt liegen zurzeit bei 700 Millionen Euro.